So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder mit einem weiteren Video zum Thema Bedini. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, wie man vielleicht noch auf alternative, günstige Art und Weise noch einen Scheibenbedini bauen kann. Ich hatte euch ja im letzten Video das mit dem CD-Motor vorgestellt und ich kann euch das jetzt auch mal zeigen. Wen es interessiert, bei Polin mit der Artikelnummer, da gibt es mit der Nummer oder vielmehr unter der Nummer 310669 gibt es diese kleinen Motoren hier. Und das sind halt diese typischen CD- oder DVD-Player-Motoren, je nachdem. Und da passt halt die CD oder DVD halt perfekt drauf. Kann man hier mit Sekundenkleber schön festmachen. Und man hat halt eben hier schon mal eine gute Basis, ein gutes Grundgerüst, was relativ einfach ist und auch vor allen Dingen relativ günstig ist, um halt eben so seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Also wie gesagt, wen es interessiert. Ihr könnt natürlich auch alternativ, der ein oder andere hat es hier schon erkannt, Festplatten verwenden. Ich habe mir jetzt hier auch bei Polin, also langsam sollte ich mal hier echt Geld kriegen für die Werbung, die ich hier für Polin mache, schon die ganzen letzten Jahre. Polin hat ja ab und zu und regelmäßig haben die ja diese ganz alten Festplatten, die sie halt wieder aufgepeppt haben, in Anführungszeichen. Und die kriegt er dann teilweise für einen Apfel und ein Ei. Und das war hier eine ehemalige 80 GB Festplatte, die hatte also auch nur eine Scheibe drin. Und ja, wie gesagt, ich wusste ja nun, dass die Festplatten auch extrem gut gelagert sind und so weiter und auch die Scheiben extrem gut ausgewuchtet sind. Liegt ja irgendwo in der Natur der Sache, weil sonst hebt euer PC nachher ab. Und deswegen dachte ich mir, geile Sache, was wäre es denn, wenn man eben das ganze System dafür verwendet, um halt eben ein Bedini zu bauen. Relativ einfach. Ein Low-Budget-Bedini, wenn man es so möchte. Zu dem Thema mit der Spule, da habe ich ja, glaube ich, schon mal ausführlich was gesagt. Ich habe auch hier wiederum so eine Spule gewickelt. Ich habe jetzt hier allerdings mit drei Drähten gewickelt. Einmal den Trigger mit 0,15er, den Power habe ich jetzt zweimal drauf mit 0,3er. Und leider wollte ich das, leider ist es mir hier bloß gleich gelungen. Ich wollte eigentlich auch wieder so eine kleine, ja, so einen kleinen Unterschied dazwischen haben, zwischen Trigger und Power, wie ich das schon ein paar Mal erwähnt habe. Sage ich gleich noch was dazu. Ich bin jetzt aber, wie gesagt, hier beim Trigger mit 300 Windungen und eben Power habe ich auch zweimal 300 Windungen drauf. Und ja, dann war die Spule im Prinzip auch schon voll gewesen. Ihr seht es ja auch hier, viel mehr hätte da jetzt nicht drauf gepasst. So, in dem Fall habe ich jetzt hier erstmal nur mit zwei Magneten gearbeitet. Der Vorteil hier, hier seht ihr auch mal das Handy, der Vorteil hier war einfach, dass man hier auch mit einem Lineal einen relativ guten Strich ziehen konnte, weil halt hier eben entsprechend die Schrauben da sind. Hätte man jetzt auch hier drüben noch machen können mit weiteren Magneten, aber ich habe jetzt nur noch zwei von denen gehabt. Deswegen. Und ja, die Festplatte hat sich sehr, sehr gut auseinanderbauen lassen. Das ganze Innenleben hier, die ganze Lesemechanik und so weiter, das habe ich alles rausgepfeffert. Und witzigerweise passen nämlich diese kleinen Travos, die passen hier sehr, sehr gut rein. Schaut mal. Also wenn es nach mir ginge, dürfte der Abstand zum Magneten oder vielmehr zur Spule ruhig etwas größer sein. Aber in dem Fall ist es jetzt bautechnisch halt eben so bedingt, dass es nicht anders geht. Ich habe leider den Motor nicht rausbekommen. Und ich wollte es jetzt auch nicht kaputt machen, weil ich jetzt bloß eine Festplatte bestellt hatte. Übrigens, diese Festplatte hier, die hat, ich glaube, waren es 7 Euro oder 7,65 Euro. Irgendwie so im Dreh, also die war relativ günstig. Ne? Und da habt ihr im Prinzip so ziemlich alles bei. Ne? Ihr braucht dann nur noch diese zwei Magneten. Ihr braucht einmal diese Spule hier, ein bisschen Kupferlackdraht und halt eben dann alles, was man halt eben sonst zum Bedini bauen braucht. Und ich habe im Prinzip mit allen drei Drähten gleichzeitig gewickelt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken, wo die Stimme sonst weg ist. So, also wie gesagt, ich habe mit allen drei Drähten gleichzeitig gewickelt. Trifila oder wie man das jetzt nennt. Und habe dann im Prinzip meine Spulenanfänge von dem Power. Das sind immer meine Kollektoranschlüsse, also die ich dann jeweils zu den einzelnen Transistoren leite. Ich hatte ja in dem letzten Video gesagt, bei mir ist es immer so, ich nehme die gelben Krokoklemmen, die gehen nachher immer auf die Kollektoren der Transistoren. Das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt, um halt so eine gewisse Grundordnung drin zu haben in meinem System. Also wie gesagt, die kurzen Spulenanfänge, weil meine Anfänge von allen Spulen, die mache ich immer kurz und die Enden, die mache ich immer lang. Also wie gesagt, die Anfänge, die kurzen, die werden dann der Kollektoranschluss 1 und 2. Die beiden Spulenenden, das sind dann in dem Fall die langen, die lasse ich dann weiter rausschauen,
binde die hier quasi zusammen. Also ich arbeite auch hier immer mit diesen Ader-Endhülsen. Kann ich euch auch mal zeigen bei Polin mit der Bestellnummer 550388. Diese Ader-Endhülsen. Ich bin da einfach ein Fan von. Es ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr halt immer auf der sicheren Seite seid, dass ihr hier eine vernünftige Kontaktstelle auch habt, ne? Weil es ist nichts oder es gibt nichts Ärgerliches. Ihr baut hier sowas auf und habt dann 1000 Kabel gezogen. Freut euch drauf, dass es anschmeißt und dann passiert gar nichts. Und ja, und dann Fehler zu suchen und zu finden, das kann echt, also wirklich Nerven kosten. Der ein oder andere von euch, der wird es sicherlich schon mal erlebt haben und wird sicherlich wissen, das ist keine schöne Sache. Deswegen habe ich mir so überlegt, ich brauche auf jeden Fall ein System, wenn ich hier einfach so ein paar Experimente mache. Genau das gleiche mit dem Trigger natürlich auch. Langes Triggerendekabel quasi, das wird dann der Minusanschluss. Und das kurze, das wird dann hier natürlich der Anschluss für die Basis. Wie gesagt, das ist im Endeffekt ist das die ganz normale Bedini 3.0 Schaltung. Die könnt ihr bei Google einmal bitte eingeben, Bedini 3.0 Schaltplan und dann auf Bildersuche gehen. Da kriegt ihr die Schaltpläne, die sind also relativ simpel mit zwei Transistoren. Ich kann es auch noch einmal ganz kurz zeigen. Also die Basisstrecke hier, die geht zuallererst an so einen 180 Ohm 2 Watt Vorwiderstand. Der soll einfach nur so ein bisschen das Poti schützen, weil das hier ist nur ein 125 Milliwatt Poti und die können nicht so viel ab. Das kann schon mal passieren, dass wenn man hier so eine Experimentalwicklung macht, im Endeffekt, dass die Spannungsspitzen schon so groß sein können, dass halt eben das Poti durchbrennt. Und damit das nicht passiert, habe ich halt einfach diesen kleinen Schutzwiderstand, sage ich jetzt einfach mal, eingebaut. So, dann geht es weiter zum Poti und vom Poti aus geht es dann auch nochmal als, ja, Schutz will ich jetzt nicht sagen, aber ich mache das halt, ja, es ist eigentlich doch schon so eine Art kleiner Schutz vor die Transistoren. Und zwar sind das hier auch nochmal 180 Ohm Widerstände, einfach hier vorne zusammengetüdelt, da geht das Poti drauf und ihr seht es auch schon, hier gehen dann zwei weitere grüne Krokoklemmen an die Diode. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wenn ich solche Aufbauten mache wie hier. Dann mache ich das so, da habe ich mir das angewöhnt, dass ich die Diode, die normalerweise zwischen Emitter und Basis ist, die lasse ich hier immer einzeln frei hängen und clips da alle Kabel ran. Weil ihr habt hier das Problem, an diesen Beinchen vom Transistor kann es euch mega schnell passieren, dass ihr hier mit den Krokoklemmen zu tief kommt, habt einen Kurzschluss drin oder irgendwas anderes, was ihr halt eben nicht wollt. Und das kann dazu führen, dass ihr nachher euch einen Fehler eingebaut habt und ja, Ewigkeiten sucht und das ist dann echt ärgerlich, ne? Also wie gesagt, ich habe dann hier einfach die Dioden. Die lasse ich raushängen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich jedem klar, ne? So. Genau, die Basis ist jetzt hier rechts. Und so sitzt dann im Prinzip die Diode. Und ich habe mir halt einfach angewöhnt, alle Basisanschlüsse, die hier rechts an der Diode dran sind, die lasse ich dann auch entsprechend da rangehen und von da aus dann an den Transistor und halt eben links dann der Emitter. So, und das ist halt hier im Prinzip auch der Fall. Ich habe dann halt hier weiß ist bei mir auch jetzt Minus, geht dann einmal entsprechend zu der anderen, wo sie hier zu der anderen Diode sind ja zwei Dioden und dann von da aus ans 12 Volt Netzteil. Wenn ihr euch den Schaltplan jetzt parallel anguckt, dann werdet ihr das auf jeden Fall wiedererkennen. Und dann geht jeweils noch von den beiden Dioden geht dann jeweils noch einmal Minus natürlich an so eine Glimmlampe und auch der Kollektor vom Transistor geht natürlich auch nochmal an so eine Glimmlampe ran, um halt eben die Transistoren zu schützen, wenn ich da keine Batterien lade. So, genug gequatscht. Wollen wir mal ein bisschen was zeigen? Also angetrieben wird er jetzt mit 12 Volt Gleichspannung. Wie gesagt, zwei Magneten habe ich jetzt hier bloß in dieser Konstellation. Und muss ich hier aufpassen, dass ich alles drauf kriege. Ja, und ihr seht, er läuft wunderbar. Verbraucht auch fast nichts. Und ich spiele jetzt parallel einmal am Poti rum. Da könnt ihr mal so ein bisschen auf die Stromaufnahme achten. Jetzt bin ich also quasi, das ist jetzt der maximalste Widerstandswert, den das Poti macht. Das ist ein 2,2 Kilo Ohm Poti. Und ihr seht hier, der Stromverbrauch ist marginal. Vaginal.
Und jetzt drehe ich das System langsam hoch. Ihr seht auch hier mit der Stromaufnahme ist relativ wenig los, aber ihr hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Das Geräusch wird lauter. Und dieses laute Geräusch, das kommt jetzt nicht irgendwie daher, dass die Kugellager oder sowas kaputt sind, sondern tatsächlich, das liegt jetzt einfach daran, diese Festplattenscheibe, es ist ja so eine Art Metallscheibe, und wie soll ich es jetzt nennen, das Knallen des Magnetfeldes, wie man das jetzt auch nennen will, weil das jetzt alles hier Metall ist, dann ergibt das halt tatsächlich so ein relativ hartes, metallenes Klackergeräusch. Das klingt im ersten Moment wie ein kaputtes Kugellager, ist es tatsächlich nicht. Also das ist jetzt ein bisschen irreführend. Ja. Nur mal so dazu. Jetzt drehe ich hier volle Lotte auf. Man hört es auch langsam, er fährt jetzt immer weiter hoch. Hat jetzt eine richtig schöne Drehzahl. Wie gesagt, wir arbeiten. Wir arbeiten hier mit zwei. Nur mit zwei Magneten. Oh, gleich. Jetzt habe ich Glück gehabt. Ich habe gerade eben gedacht, dass die erste Glimmlampe hier durchbrennt. Ihr habt es ja gesehen, dieses blaue Leuchten ist immer gefährlich. Und die Stromaufnahme, die ging auch einmal ganz kurz, ganz schnell nach oben. Naja. Also das ganze System läuft sehr, sehr gut. So, kurzer Boxenstopp eingelegt. Wie gesagt, das ganze System läuft hier sehr, sehr gut. Der Widerstand wird aber tatsächlich handwarm. Ne? Also wir haben hier jetzt vielleicht ne, so 38 Grad so gefühlt. Ganz leicht wird es tatsächlich warm. Die hier sind kalt. Und die anderen, die beiden Transistoren auf jeden Fall auch. Die Dioden auch. Das sind aber auch richtig krasse Dioden. Also das sind 800 Volt und 3 Ampere Dioden. Und die nehme ich halt auch für meine ganz normalen Bedienis. Also ich nehme die eigentlich nur noch, weil wie gesagt 800 Volt und 3 Ampere, da kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und ihr wisst auch, bei den Bedini habt ihr halt relativ große Spannungsspitzen. Und deswegen seid ihr immer gut beraten, wenn ihr auch entsprechend hochwertige Dioden verwendet. So, was ich euch noch zeigen wollte, denn das habe ich nämlich letztens bei meinem CD-Bedini oder wie ich ihn auch nennen möchte, vergessen. Wir wollen mal ein bisschen mit dem Strom oder vielmehr mit der Spannung spielen. Das heißt 12 Volt, ja, ist schön und gut. Aber bis wohin geht's denn? Denn das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Das wird jetzt also quasi live. Gehen wir mal runter auf 3 Volt. Na, ich habe so das Gefühl, er geht aus und er geht auch aus. Na, obwohl, ich warte mal. Ich könnte nämlich noch diesen Vorwiderstand wegnehmen. Dann hätte ich jetzt nochmal 180 Ohm weniger. Aber so wie es aussieht, pendelt er sich tatsächlich jetzt ein. Und er läuft. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Interessant natürlich auch. Also, wie gesagt, ich habe ja schon in so vielen Videos, habe ich ja zum Thema Messtechnik mit solchen Sachen in Verbindung mit Bedini-Systemen gesagt. Also, ganz so richtig Glauben schenken kann man solchen Geräten halt immer nicht so wirklich. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja was Schönes bekommen. Moment mal gerade. Denn heute kam doch auch, wie gesagt, mein Polin-Paket an. Und da waren auch die analogen Ampermeter drin. Und diesen analogen Ampermeter vertraue ich dann doch schon ein Stück weit mehr als dem digitalen Teil da hinten. Und wir sehen es auch hier, wir sind jetzt hier im Bereich von, naja, 30 mA in der Spitze. Das sind ja alles nur Pulse. Wie gesagt, ich könnte die ganze Laufeigenschaft von dem Teil noch ein bisschen verbessern, wenn ich jetzt noch vielleicht noch 2 Magnete mehr drauf mache. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, ich hatte jetzt nur 2 Stück da von der Sache her. Ist das okay? Also jetzt können wir ja noch Folgendes machen. Ich überbrücke jetzt den Widerstand. Jetzt haben wir nochmal 180 Ohm mehr Dampf, sage ich jetzt mal. Man sieht es auch gleich, die Stromaufnahme geht geringfügig nach oben. Bei knappe ja, 50 mA
In der Spitze pendelt sie sich ein. Und das bedeutet, wir haben natürlich noch ein bisschen Reserve hier bei Onkel Otto. Und da gehen wir mal ein bisschen ran und reduzieren. Das war einfach mal gucken wollen. Ach, ihr habt es ja gar nicht gesehen, das war einfach mal ein bisschen gucken wollen. Bis wohin er denn so ungefähr geht, bevor er abkackt, ausgeht, den Geist aufgibt, wie auch immer. Nur 2,8 Volt. Rödelt immer noch. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Jetzt haben wir 2 Volt. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch so der Punkt, wo er sagt, Ende im Gelände, Schluss im Bus, aus die Maus. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Er ist aus. Was ich allerdings auch noch machen könnte, ist mir jetzt eingefallen, wenn ich jetzt mit so kleinen Spannungen arbeiten möchte, ich kann hier auch noch diese Vorwiderstände von den Transistoren überbrücken. Dann habe ich noch einmal 180 Ohm mehr Dampf drauf. Gucken wir mal, ob das was bringt. Nö, bringt nichts in dem Fall. Gut, war ein Versuch wert. Also können wir ungefähr festhalten, bis 2,5 Volt geht das System nach unten. Jetzt in dieser Konstellation, wie ich es jetzt gebaut und gewickelt habe. Ja. Und mit anderen Spannungen, die da drüber liegen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch. Ja, also ihr merkt das schon, ich bin halt echt ein Freund von diesen analogen Geschichten hier auch, weil das einfach, weiß ich nicht. Ich finde das halt immer ein Stück weit aussagekräftiger, weil man sieht da halt auch diese einzelnen Schwankungen manchmal drin. So, ihr habt es eben vielleicht gerade gesehen, als der so ganz komisch hin und her gegangen ist oder so wie jetzt zum Beispiel diese... Ja, und das kannst du halt immer relativ schlecht an so einem digitalen sehen. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt hier auch jetzt kein hochwertiges habe. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, das Ding hat jetzt 50 Euro gekostet. Ist natürlich jetzt kein topmodernes Netzteil. Ich bin auch nicht so zufrieden damit, denn das kann eigentlich 5 Ampere. Aber wenn ich meine 5.0 Bedinis teste, dann geht das echt fies in die Knie und spuckt irgendwie nur, weiß ich, 2,3 Ampere raus oder sowas. Und tatsächlich muss ich dann, wenn ich die 5.0 Bedinis baue, muss ich dann eine ganz normale 12-Volt-Batterie als Spannungsquelle anhängen, um die volle Power quasi dann einmal im Vorab zu testen. Dafür reicht es nicht mehr aus. Für die 3.0, 4.0 oder halt alles, was kleiner ist, dafür geht es auf jeden Fall. Aber naja, bei den großen Geschichten, da fängst du schon an, dass du halt überlegst, dir dann doch mal ein hochwertigeres zu kaufen. Muss ich mal noch gucken, wie die Zeit so demnächst weitergeht. Ja, also wie gesagt, Scheibenbedini, auch mal anders. Geht auch einfach, es muss nicht immer kompliziert sein. Und auch gerade was das Thema Lagerung angeht, das weiß ich, das ist mit Sicherheit für viele, viele, viele Leute ein großes Problem. Und ich glaube, hier mit diesen Festplatten-Bedini ist es, glaube ich, relativ einfach. Ich habe auch noch von Elf Lose, glaube ich, also wer den Kanal von Elf Lose kennt, erstmal liebe Grüße an dich. Sorry, wenn ich das gerade verkehrt ausgesprochen habe. Du hast, glaube ich, auch mal ein Video zum Thema Festplatte demontieren gemacht. Das hat mir auch sehr gut geholfen, weil ich habe erstmal das Video angeguckt von dir, bevor ich jetzt hier so eine Festplatte auseinanderbaue, weil das hatte ich bisher auch noch nicht gemacht. Und ja, und du hattest ja auch die Idee, dass man halt eben den Motor an und für sich nimmt und ihn als Bedini umbaut. Und ja, ich habe halt den Stator gesehen mit den neuen einzelnen Statoren und weiß ich nicht. Also ich habe meinen nicht runtergekriegt, ganz ehrlich. Ich habe es versucht hochzuheben und alles, aber ich hätte ihn, glaube ich, kaputt gemacht und vermackelt und das wollte ich ganz ehrlich nicht. Deswegen dachte ich mir, ach nee, komm. Und außerdem habe ich jetzt momentan so die Scheibenbedinis mit so ein bisschen im Programm, was hier die Videos angeht. Und deswegen dachte ich mir, einfacher ist es tatsächlich, wenn man dann die Scheibe so lässt, wie sie ist und halt einfach 2 Magneten draufklebt. Sich die Spule wickelt, die kann man ja machen wie ein Dachdecker. Und ja, wie gesagt, ich habe halt hier mein Spulenverhältnis. Das zeige ich euch. Das mache ich eigentlich so ziemlich in jedem Video. Und der Schaltplan, das ist wirklich der ganz normale 3.0 Schaltplan. Aus dem Internet bei Google einfach eingeben. Da brauche ich ja auch keinen Link drunter setzen, unter das Video.
Ja, also es muss nicht immer kompliziert sein. Es geht auch einfach. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen von euch so einen kleinen Anreiz geben konnte, was das Thema angeht, vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu denken. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich mit diesem Thema Bedini auseinandersetzen kann. Und ja, würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.